Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Ha, nettes Bild. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, nein, da ist Doc nicht gelandet. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll. Wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken... Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll. Wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken... Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Ja? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh! Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl! Weißt du, niemand mag wichtig, Tua. Aber... Gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten. Und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Es ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache! Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Hä? Die Bar war dort am Rathausplatz. Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Tiefturnen! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich.
Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt! Darf ich einen Moment Ihr Ferngas benutzen? Nur zu, Schätzchen! Wiederaufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Das ist dort! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn... Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein. Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Ah, raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Marty? Wo hast du gesteckt und wie siehst du eigentlich aus? Hatte ich das nicht erzählt? Ich habe die Hauptrolle in der Schulaufführung von... Früchte des Zorns? Genau. Oh, Steinbeck. Wen spielst du? Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Bist du bereit, Einstein? Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc.